Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part. Pokémon Platin. Wir sind hier in der bizarren Höhle und haben hier diese Oweezer oder sowas gefunden, ja. Ich mag unterstützende Pokémon-Attacken wie Heulau und Komprimator. Das sind meine Lieblingsattacken. Okay. Naja, die Tante hat uns im letzten Part irgendwie schon ziemlich geholfen. Ja, weil wir sind irgendwie so hier halbtot durch die Höhle gestapft und sie will eigentlich jetzt quasi einen Ausgang finden. Dabei sollen wir ihr helfen. Den suchen wir natürlich auch. Und ja, ich weiß nicht, ob das hier irgendwo, meine ich, einen Trainer war oder sowas. Ja, zwei Tanten halt, kein Ding. Sollten wir irgendwie finden, kein Ding. Ich weiß ungefähr noch, wo die waren. Irgendein Gang fehlt uns einfach noch. Naja, erstmal weiter. Kriegen wir natürlich alles hin. Oh mein Gott, was wollten die alle? Hallo? Blöde ist, wir haben jetzt auch keinen Schutz mehr. Ich hatte die erste Zeit, hatte ich immer noch so, ich glaube, einen Schutz und einen Superschutz hatte ich noch mit. Die habe ich eingesetzt und die sind jetzt leider auch weg. Aber da kann man nichts machen. Wir laufen erstmal hier weiter. Oh, hier waren die, glaube ich, jetzt irgendwo. Hier. Ja, genau hier. So. Hallo, ihr beiden. Jedes gute Picknick benötigt einen passenden Ort, gutes Essen und einen guten Kampf. Ja, natürlich. Das ist bei mir auch immer so, wenn ich Picknick mache, dann schlage ich mich mit meiner ganzen Familie. Wo hast du dich auch verlaufen? Ach, nicht? Ist ja auch unwichtig. Lass uns gegeneinander kämpfen. Antreten oder whatever. Naja, egal. Okay, kein Ding, kriegen wir hin. Die hilft uns natürlich, die gute Reiser. So, was haben wir denn? Bämmerlin und Hotrod. Würde ich mal eben kurz vorschlagen. Wir wechseln einmal kurz auf Silver. Dass er dank Reiser geheilt wurde. Oh Mann, ey, das freut mich immer noch. Total. So, ruckzucki. Lass das Kadabra in Ruhe, ja? Schockwelle? Jay, und ich setze extra mein Silver dafür ein. Na, danke. Sag doch, dass du Elektroattacken hast, ey. Bäh. Ja, Reflektor, okay. Setzt du noch ein? Shinux. Ja, komm, mein Gott. Machen wir Biss auf Shinux und dann ist das erledigt. Ey, sag mal, der geht. Die Olle geht auch nur auf das eine, kann das sein? Ach, egal. Komm. Macht nichts, kriegen wir trotzdem hin. Das ändert sich mein Ziel? Okay, das habe ich auch zum ersten Mal irgendwie gehört. Du kannst Aufruhr, aha. Interessant, interessant. Naja, greifen wir das mal an, das Hot-Hot. Oder Hut-Hut, ich weiß es gar nicht. Egal. Okay. Sehr schön. Das hat mir jetzt nicht wirklich Spaß gemacht. Du bist absolut. Keine Ahnung. Whatever. Gut, gehen wir mal weiter. Okay, das war's dann, glaube ich. Dann haben wir jetzt, glaube ich, so alle Gänge in dieser Höhle erledigt. Okay. Los geht's. So. Luft. So, ungefähr weiß ich ja jetzt, wo unser Ziel ist, wenn uns diese ganzen Pokémon auf den Nerven gehen würden. Oh mein Gott. Ach ja, herrlich. Weiter geht's. Weiter geht's. So, hier geht's nicht lang, okay. Müssen jetzt ungefähr so einen Bogen da irgendwo rummachen und dann runter. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wir sollten irgendwas machen, das war irgendwie andauernd angegriffen werden. Das nervt mich langsam wieder. So, da geht's nicht lang, okay. Wildes Kleinstein, meinetwegen. Weiter geht's. Flucht, okay. Mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Langsam, naja, keine Ahnung.
Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Sehr schön. Und weiter. Und weiter und weiter und weiter. So, hier lang vielleicht irgendwie. Ja, ja. Weiter, Flucht, okay. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Das sollte ungefähr richtig sein. Komm, kriegen wir hin. So, Bronzels interessieren mich nicht. Nee, nee. Sehr schön. Okay. Ach komm, Leute, was soll denn das? Was wollten die alle von mir? Was mich mal interessieren würde, kann ich gleich mal ausprobieren. Was passiert, wenn ich jetzt gleich aufs Fahrrad steige? Geht das? Okay. Kann ich nicht verwenden, wenn mich jemand begleitet. Schade. Nein, ich will dich. Toll. Komm schon. Und immer dieser lange Text. Gucken, Trainer Orisa in den Kampf geschickt. Bla. Ach ja, herrlich. So, okay. Ah, da ist der Ausgang. Juhu, wir haben es geschafft. Yes. Okay. Mein Orientierungssinn, ey, der ist echt top, Mann, Leute. So, okay, Flucht. Okay. Komm, ey, auf den letzten Schritten noch mal eins. Ey, das ist so übertrieben, wenn man keinen Schutz hat in der Höhle, ey. Boah, Hilfe. Geht einem richtig auf den Nerven, Mann. So, okay. Flucht, okay. Sehr schön. Hey. Oh, da ist ja der Ausgang. Ich will stärker werden, damit ich nicht mehr so ein Hasenfuß bin. Leon, mach's gut und vielen Dank. Mal sehen, ob wir dich nochmal irgendwie wieder treffen. Das wäre toll auch. Wiser treffen war er, glaube ich, sowieso wieder. Keine Ahnung, aber... So, okay. Jetzt würde ich sagen, erst einmal zurück nach Erzling. Ich weiß nicht, müssen wir heilen? Eigentlich aktuell nicht. Aktuell können wir drauf verzichten. Ja, ja. Ponita. Schön, schön. Ich sollte nachher irgendwie vielleicht mal mein Team vernünftig umstellen und so. Toll. Ja, genau. So, okay. Ganz nett. Flucht. Toll. Das Ding ist vom Level her unter uns. Geht doch. Okay, sehr schön. Das haben wir erledigt und, Blark. Und so. Sehr schön. Okay. So. Hohohoho. Hier noch durch. So, ich steig mal aufs Fahrrad und los geht's. Weißt du, heilen muss ich ja eigentlich nicht, von daher gehen wir mal weiter und wieder ein Doppelkampf. Yay, hatten wir ja letzter Zeit nicht genug. Ich guck mal eben kurz wegen meinem Team, dass ich das mal irgendwie so ein bisschen Ponita ist, finde ich irgendwie zu weit hinten irgendwie. Du bist irgendwie ein bisschen zu weit vorne. Hinten. Keine Ahnung. Tausch. So. Und du nochmal getauscht. Dahin. Okay. Sehr schön. Los geht's. Hallo. Dann mal los, mein Pokémon. Auch ich werde mein Bestes geben. Aha. So. Und auf in den Kampf, mein Pokémon. Auch ich trage meinen Teil bei. Oh Gott. So eine. Keine Ahnung. Whatever. Wahrscheinlich irgendwie so plus Leon plus und Minon oder sowas. Okay, aber ne, haben sie nicht. Wundert mich jetzt leicht. Okay, da sollte ich auf jeden Fall wechseln. Und zwar irgendwie so ziemlich komplett. Oder? Pachirisu. Ne, ich glaube, da lasse ich Epona drin für... aber für Panflam, da sollte ich auf jeden Fall irgendwie was ändern. Jetzt
setzen wir mal Flammenrad ein auf Pachirisu. Los, komm. Hau rein. So, okay. Funkensprung. Wen setzt du das ein? Huh. Weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Das weiß ich noch nicht. Aber das sehen wir ja jetzt. Mein Gott. Gott. Was sollte das jetzt? Feld auf Höhner rein, okay. Egal, Blubstrahl und auf Panflamme und dann ist das schon mal erledigt. Jupp, sehr schön. Oh fuck. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, was ist jetzt besser? Ja, es ist eigentlich relativ. Ipona hat den Level-Nachteil und Pingu den Typ-Nachteil. Von daher ist es relativ egal. So, Panflamme ist aber erledigt. Okay, das ist ein Volltreffer. Toll, wa? So, okay. 1000 DP werden verteilt. So, dann gehe ich nochmal mit Zertrümmerer auf Pachirisu und nochmal mit Flammrad. Okay. Lass mein Pingu in Ruhe, ja? Penner. Eigentlich ja nicht sehr sinnvoll, die beiden so einzusetzen dagegen, aber ich habe jetzt auch nichts anderes. Ja, toll. Das Ding muss auch zuerst angreifen. Nein, ich glaube, ich muss nochmal heilen gehen gleich. Super. Okay. Mal sehen, ich habe, glaube ich, noch ein paar normale Tränke, von daher setze ich die erstmal noch ein. So. Sehr schön. Oh, wir haben verloren. Oh. Ja, keine Ahnung, whatever. Komische Leute. So, einmal kurz möchte ich jetzt ein Dings einsetzen. Tränke. Komm. Mein Gott. Noch einen. Und den letzten, komm. Einen dann noch auf Ipona, würde ich sagen, oder? Sind, nee, das sind noch keine 20 EP. Das lohnt sich, glaube ich, noch nicht. Oh, ja, da wollte ich jetzt noch gar nicht hin, aber okay, meinetwegen, ich wollte erst das Item haben. Ich komme gerade aus dem Kraterberg, aber meine Energie ist noch nicht verbraucht. Aha, interessant. Schön für dich. Warum nicht? Oh, zwei Pokémon benutzt du, okay. Fangen wir mal ganz easy an mit meinem lieben Pingu. So, okay. Alles ganz locker, Steinpolitor. Das macht nur Verteidigung hoch, oder was macht das? Initiative steigt stark, oho. Bringt dir nichts, offensichtlich. Hau dich trotzdem um, Mann. Passt nichts drauf, Junge, ja? Okay. So, okay. Level 23 für Papinetta. Jetzt lern mal... Ach, lern noch endlich eine Attacke, verdammt. Nasknet, nein, nicht wechseln. Es ist unglaublich. Wann lernt dieses Pokémon bitte mal eine Attacke oder sowas? Blubstrahl. Sehr schön, okay. Ach ja, herrlich. Ups, das war wohl keine schwere Sache. So, okay. Einmal hier den Supertrank. Ah, nett. Nett, 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 nett. So, da komme ich nicht lang und... Oh, hey, Lucia! Was geht? Hi, Leon! Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ach! Ich? Ach, irgendwas zwischen fantastisch und, hoffnungslos. Aber um mich geht es gar nicht. Ich habe hier etwas Schönes für dich. Leon, welche Hand soll es sein? Rechts! Verstehe, du willst den Kampf fahren da. Ich bin beeindruckt, Leon. Du weißt eben, worauf es ankommt. Okay. Cool. Sehr schön. Mit diesem Kampfhahn kannst du rückkampfwillige Trainer finden. Oh, Leon. Hast du denn schon einen Poketch? Jawohl, hast du. Dann bekommst du noch das hier. Das ist die richtige Belohnung für eine harte, deine harte Arbeit. Das Itemradar. Das Itemradar zeigt dir unsichtbare Items. Du solltest das Itemradar oft berühren. Du erfährst dadurch, ob ein Item auf dem Boden liegt, das du nicht sehen kannst. Ich glaube, hier in der Nähe liegt sogar eins. Versuch's doch mal. Wir sollten jetzt aber am Pokédex weiterarbeiten. Professor Albe zählt schließlich auf uns. Ja, da hast du recht. So, das gucke ich einmal kurz... Probier ich einmal kurz aus? Nee.
Nee. Nö. Da ist was. Okay, dann wohl hier, oder? Ein so. Ein Superball, okay. Sehr schön. Weiß ich, setze ich wahrscheinlich nicht so oft ein, muss ich ehrlich sagen, aber hey, warum nicht? So, okay. Hier will ich einmal noch kurz durch diese Höhle durch. So, Kleinstein. Ich kenne diese Höhle, also wirklich, das war jetzt wieder da irgendwie eine halbe Stunde hier drin sitzen oder sowas wie im letzten Mal. Tollen Monster-Cat-Hintergrund habe ich was. Ich denke die ganze Zeit so, na komm, ich will vom Fahrrad runter, drückst du Select. Aber nö. Laut einer Theorie wurde der Kraterberg als erstes in Sinnoh geschaffen. Schön, wa? Toll. In einer neu erschaffenen Welt, in einer Welt, wo die Zeit floss und der Raum sich dehnte, sollte es keine Zwiste geben. Doch was wurde aus dieser Welt? Durch die Schwäche des menschlichen Geistes verbreitete sich Streit. Die Welt wird durch Streit zugrunde gerichtet. Ist eine sehr traurige Geschichte. Bin ja immer noch der Überzeugung, der Kerl hat sie nicht alle. Aber okay. So, okay. Oh, hier kann ich mich auch mit Zitrumra durchhauen. Aber wo geht's dann da lang? Warte mal. Ups, lass mich durch. Okay, also scheißegal, welche Richtung ich nehme. Ob ich jetzt nun viermal Zitrumra einsetze oder einfach außen rum gehe. Wollte ich natürlich rausfinden. Aber hey, okay. So, sehr schön. Hier, Route 108. Way. Ich würde an dieser Stelle sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Wir sehen uns das nächste Mal bei Pokémon Platin. Bis dahin, tschüss.